Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren angeschaut Video. Heute Dark Chess. Das Ganze ist besponsert von Katapult bei Indie Boost. Wir, bevor wir irgendwo reingehen, schauen uns das Tutorial an. Damit wir es lernen. Welcome to Dark Chess. You will learn the basic rules of the classic chess and understand the difference of the Dark Chess rules. So weit, so easy. Also klassisches Schach kenne ich. Aber ja. Pawn on a 20 can move forward 2 squares or 1 square, genau. Jupp. Achso, ich soll schon ziehen, okay. Habe ich gelernt. Achso. Jetzt können wir, dürfen wir attacken. The possibility of en passant, when the opponent's piece has just moved from its starting position ahead and player's pawn is next to it. Ja. Natürlich nehmen wir immer die Queen. Eigentlich nicht. Also man kann natürlich auch was anderes nehmen. Check. Ist ja klar. Da ist er. Zack, zack, weg mit ihm. Die klassischen Regeln also des Schachspiels. Das ist jetzt nichts, was man nicht kennt. Bitte, da hatten wir da gerade was Rotes. Weiß nicht, ob er irgendwann kommt. Da ist er. Ja, ja, soweit wissen wir alle die Schachregeln. Die Frage ist nur, time is running out. Please keep an eye on the timer in the upper part of the screen when the timer is blinking. You have mere seconds to finish your turn. Okay. Also wir haben einen Turn-Timer. Check ist ja klar. Checkmate, jo. Fork of War, jetzt kommt nämlich das Interessante. Player cannot see all the board when starting the game. Winner of the match, player can see half of the board. Player can see one cell around each piece that belongs to the player and cells where pieces can move or attack to. Okay. I like in classic Dark Chess. Point of the game is to capture the king like any other piece on the board. Moving king under check or leaving him under check is a legal move, okay? Interesting, wir starten in die Kampagne rein. Wu Zaitan. 70 February 642. Okay. Let's go. Ich bin übrigens schlecht. Oh, das ist ein Classic. Ein Classic Chess Game. Ich bin nicht gut in Schach tatsächlich. Ich habe ihn jetzt offen gelassen, ne? Das war dumm. Wie ich schon sagte, ich bin nicht gut beim Schach. Ich bin nämlich zu hektisch. Ernsthaft? Den Queen Move? Wer würde den Queen Move denn bringen? Thank you.
Ne, der Move wird ziemlich dumm. Nette Idee von ihm, mich da unter Druck zu setzen, aber auch nicht gut überlegt. Der Turm gefällt mir nicht, vor allem wenn ich den dann da hinkriege. Kann ich mir allerdings ihn holen. Problem ist, ihn kriege ich nicht. Er wird immer noch gedeckt. Das würde mich den Bischof kosten. Allerdings in den Turm. Läuft gerade nicht so gut für ihn. Oder sie. Aber oh mein Gott, habe ich Fehler begangen in diesem Spiel. Das ist nicht gut. Das war nicht gut. Das kann man mit Melville B. In der Release Version, okay. Wir sind noch in der Beta Elisabeth, die erste. Dark Chess. Okay, jetzt spielen wir das Blindfolded Chess. Interesting. Nicht nochmal so große Fehler machen wie eben. Und ich wäre schon praktisch zufrieden. Die Frage ist... Okay, ich bin safe. Er hat gezogen. Shit, da sitzt eine Queen schon. Ich will meine Königin nicht opfern. Okay, er opfert seine Königin gegebenenfalls. Tut er tatsächlich. Okay, das ist ultimativ dumm, was er da gerade tut. Okay. Interesting move, aber wir hatten ihn komplett geblockt, er hat den König nicht rausgeholt. Also von daher alles richtig gemacht. Genghis Khan, okay. Oh, Black Jazz, das ist ein sehr, sehr interessanter, aber wir sind diesmal schwarz. Was anderes diesmal?
Da sind wir safe, da ist der andere. Okay, unerwartet. Okay, und der Zug. Wait, what? Ach lol, was Genghis Khan ist. Er hat nur... Oh lol. Ja. Okay. Unerwartete Bordkonstellation von ihm. Okay. Okay, okay, okay. Okay, das kam unerwartet. Damit habe ich nicht gerechnet. Das kostet mich allerdings auch sehr viel. Einen ganz kleinen Bug. Weil er ist, glaube ich, nicht mehr da. Tun kriegt mich. Eieiei, okay. Da kommt der Turm, ja. Bin auch schon wieder weg. Viele hat er davon, die mich treffen, ey. Der nächste, der halt da ist, um mich wegzumachen, ey. Ich vergesse mal, dass er da ist. Weil ich sehe ihn ja nicht. Ja, Gott, dem seine Springer sind die Hölle für mich. Verdammt. Er zieht ihn raus. Natürlich ziehst du ihn raus. Er will aber auch nicht attacken, ne? Er ist komplett passiv. Er spielt eine komplett passive. Den blockt er mir so weg. Natürlich ein anderer, der dann so ziehen darf, ne? Verdammt, nicht aufgepasst. Natürlich. Ja, noch einer, der da springen darf.
Es ist komplett bescheuert. Ja. Ah, oh Gott, ich krieg ihn nicht, ne? Es kann doch nicht sein, dass ich ihn nicht krieg. Dass er auch noch anfangen darf, ist halt auch so eine Schmutzparty von ihm. Krass, okay, damit habe ich gar nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Hä? Okay, ich war verwirrt, weil mein Dings da stand. Mein Porn auf einmal. Wo kam er denn her? Okay, nochmal. Okay, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass er ihn so zieht. Es hat nicht geschützt, wenn er da steht. Ist schon ein bisschen assi, wie er spielt, ne? Nur gesagt haben. Shit, da habe ich nicht drauf geachtet. Okay, einmal oder zweimal geht noch. Ich muss endlich mal gewinnen. Anderes Thread. Dass er mich da kriegt. Er zieht ihn raus. Oh lol. Ja, nicht beachtet. Ey, es ist fies, da rauszukommen aus der Episode. Vor allem, wenn man schlecht im Schach ist, generell. Aber es macht Spaß. Bin auch sorry, dass ich ein bisschen leise bin. Ich glaube, ich rede gerade nicht sehr viel. Okay.
15 Leute da, die mich holen können. Natürlich. Noch einer da, der mich holen kann. Kann ich nicht benutzen. Da ist ein Springer, Alter. Ja, finde ich mich auf. Das war knapp, aber im Endeffekt da auch keine Chance mehr gehabt. Einmal machen wir noch. Einmal tryen wir noch. Es ist halt so nervig, dass er absolut keinen Bock hat, irgendwie auch nur halbwegs aggressiv zu spielen. Gar nicht. Also er geht ja gar nicht aggressiv vor. Natürlich ist da einer. Ach, verdammt. Ja, weil man ihn in Checkmate nicht geguckt. Aber okay, er ist hart. Er macht aber Bock, muss ich sagen. Natürlich können wir auch ganz normal Pass and Play können wir spielen tatsächlich. Tournaments sind momentan natürlich noch nicht da. Ist ja noch alles in Early. Solo gegen Co. Die AI und natürlich auch PvP. Momentan nur auf Englisch erhalten. Oder auf, ich glaube, Chinesisch war es. Genau. Ja, sehr cooles Game. Das Ganze ist, wie gesagt, gesponsert von Katapult bei IndieBoost. Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.